Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu 10 Minuten Gaming. Ich bin's mal wieder, euer Max, und wir spielen mal wieder mit unserem guten Rogue Dragons. Ja, wir sind immer noch bei den Blutsegelbukanieren, einer wirklich coolen Questreihe, wie ich finde. Und hier haben wir jetzt eine neue Quest. Was gibt's denn? Meldet euch bei Flottenmeister Firallon im Inneren der Purpurschleier am Schlingendornkap. Alles klar, das wird das andere Schiff sein, vermute ich mal. Ich würde sagen, wir machen uns da mal ganz flott hin und schauen mal, was der so. Ja, es ist das andere Schiff, was der so für uns zu tun hat. Ah, die Phasenbestie mal wieder nicht ganz funktioniert. Naja, macht ja nichts. So. Ist wahrscheinlich auch wieder unter Deck in so einer, in derselben. Ja, Kajüte, Kapitänskajüte wie der andere. So, da ist er, Flottenmeister Braucht ihr Firallon. etwas für die Allianz? Alles klar, jetzt haben wir hier auch, wenn ihr mal seht, wieder ein Ausrufezeichen bekommen. Da wollen wir direkt mal gucken. Ist das ein Zwerg? Ah ja. Ich bin ganz Ohr. Tötet 15 Ninjas auf der Insel Seid Jaguero. erlaubt. Okay, wir dürfen mal wieder auf die Insel Jaguero. Das ist, die gute Insel da hinten. Kugelscheuche. Ernsthaft? Und warum hat er mich schon wieder zurückverwandelt? Ich verstehe es nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Wir machen uns auf zu Jaguero, wo wir ja Prinzessin Pobacke getroffen haben, wenn ich mich nicht irre. Ah, hier sind auch Blutsegelbukaniere. Ich finde dieses ganze Inselgedöns richtig cool. Wie gesagt, ich mag Schlingendornteil. Wir müssen uns auch überlegen, weil mit Level 35 ist hier auch Schluss. So traurig das klingt. Müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. Ich würde sagen, wir machen uns mit Level. Oh, warum hat er mich schon wieder zurückverwandelt? Mit Level 35 machen wir uns mal wieder nach Okrima und schauen dann mal, wo es hingeht. So, wir können ja mal auf der. Upsa. Ah, hier sind Jaguiro Pirscher. So, jetzt. Dankeschön. Und wir müssen jetzt Ninjas jagen, die hier wohl überall auf der Insel verteilt sind. Fragt sich nur, wie. Wo, ne? So Ninjas sind meistens. Beschwört Blindauge 3 Dreckmeckum. Funktioniert nur auf der Insel Jaguiro. Ah, okay. Der beschwört die praktisch. Beziehungsweise der enttarnt die. So. Dann enttarn mal weiter, Kollege. Ah. Da ist der nächste Ninja. So, wir gehen mal schön in Stealth und dann Ast rein. Och Mann, diese Jaguero-Bürscher sind auch relativ nervig, finde ich. Aber naja. Ah, da haben wir noch einen Ninja. Also jetzt. Psst. Wir müssen den ganz leise. So. Da vorne ist direkt der nächste. Ah, da können wir hier nochmal ein bisschen Kombo-Punkte sammeln. Dann kriegen wir den hier auch. Und jetzt geht's direkt dem hier an den Kragen. Wir müssen ja 15 Stück erledigen. Also eine ganz schöne Menge. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht aufhalten, ne? Nee, nee, nee. Und ich finde, als Katze geht das auch gerade relativ zügig. Ja. Ah, da vorne sind ganz viele. Gut zu wissen. So. Und den hier, den Affen haben wir jetzt mal direkt mitgenommen. Ist ein bisschen Zusatz-EP, macht ja nichts, dass wir den hier noch kaputt hauen. So. 8 von 15, 7 brauchen wir noch. Boah, das ist eine ganz schöne Menge, ne? So, wir gehen wieder in schönen Stealth. 9?
Und hier sind mir ein bisschen viel Affen. Muss ich mal ehrlich sagen. Paar viele Affen. Ich glaube, den hier machen wir gerade. Ja, komm, werf ein paar Bananen auf uns. Das macht uns mal gerade gar nichts. So. Wunderbar. Geht doch jetzt echt... Ah, da vorne ist noch einer. Da musste ich mich mal ganz kurz an der Nase kratzen. So, wir können hier so ein bisschen... Mal ein bisschen schneller. Ah, hier ist auch... wie heißt der Gute? König Muckler, genau. König Muckler ist hier. Und da ist der nächste Ninja. Können wir eigentlich, was mich mal interessiert, na, wo haben wir es denn? Hier, unseren Finisher. Ach Mist, wie heißt er denn? Ach komm, wir machen jetzt. Machen jetzt so. Ach, Wilder Biss heißt er, genau. Können wir den auch im Stealth machen? Ja, können wir. Und dann macht die wahrscheinlich... Ja, da macht die auch echt gut Schaden, doch. So, weiter Ninjas suchen. Da vorne ist noch einer. Will jetzt nicht unbedingt König Muckler hier pullen. So. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen hier so in die Richtung. Hier den Affen nehmen wir gerade nochmal mit. Können wir noch gerade mal unsere Kombo-Punkte voll aufbauen. Dann können wir hier in Stealth gehen. So. 14. Ein Loch. Wunderbar. Da hinten sehe ich auch schon einen. Dann machen wir hier gerade nochmal das Äffchen. Hey Äffchen. Ich hatte so einen Affen auch mal als Pet, beziehungsweise... Ja, ich spiele ja, wie vielleicht der ein oder andere weiß, ich spiele Hunter als Main. So, unsere Todfeinde, die Ninjas. Oh Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Das ist Piraten gegen Ninjas. Oh Gott. Ey, ich würde sagen, wir nehmen die Augenklappe, einfach nur, weil die stylisch ist. Ja, wir nehmen auf jeden Fall die Augenklappe. Und jetzt sind wir durch. Echt? Sind wir das? Sag es bloß. Uns fehlt hier noch ein bisschen Level, also noch 10%. Das sind 2 Leisten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu den Piraten. Wie viel EP sind das denn? 4300. Wie viel kriegen wir denn hier für einen Mob? Schauen wir mal. Das heißt, wir müssten so 20 von den Viechern hier klatschen. Um ein Level-Up noch zu kriegen. Und ich habe aber gesehen, wir haben auf jeden Fall hier noch eine Quest zum Abgeben. Die gibt uns 2300. Die könnten wir theoretisch abgeben. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Ach, wir gehen jetzt erstmal zurück aufs Piratenschiff. Und ich sehe gerade die Uhrzeit. Ach, du heiles. Ach, du liebes bisschen. Wir sind ja schon wieder fast durch hier. Das ist ja. Ist ja schlimm, ist das. Ah, ich glaube nicht, dass das mit Piratenquest gewesen sein soll. Glaube ich echt nicht. Es wäre blöd, nur so eine nicht finale Quest hier für die Piraten. Das kann es ja auch nicht sein. Wir werden ja bestimmt nochmal hier auf das Schiff geschickt. Ansonsten wäre da ja kein Leiter. Also einfach mal. Kriegen wir schon hin, ne? Nur ruhig Blut. Nur ruhig Blut. Oh, ich finde die Reise gestaltet so cool. Ja, wir haben hier. Wir haben hier noch eine Quest. Hippipura. Aber diese Quest, liebe Freunde, die machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ja, ja. Denn wenn ihr mal wieder auf die Uhr guckt, dann ist es schon wieder soweit. Ich sag an der Stelle ganz, ganz lieb danke fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig das doch mit einem Daumen nach oben.
Und wenn du neu bist und dir meine Videos gefallen, dann freue ich mich natürlich über dein Abo. Und ach bitte Leute, hört auf mit den von wegen, hey, ich habe deinen Kanal abonniert und geliked, schau doch mal bei meinem Kanal vorbei. Wenn ihr mir nette Kommentare schreibt, gucke ich automatisch auf eure Kanäle. Und wenn mir die gefallen, lasse ich auch ein Abo und ein Like da. Also das braucht ihr mich nicht aufmerksam machen, ich bin schon erwachsen. In dem Sinne, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.